Hallo, ihr 30-Freunde, willkommen zu einem weiteren Video über mein Elektro-Touring. Ich will euch mal ein Update geben, was in den letzten Tagen oder in den letzten 2 Wochen so passiert ist. Ich habe vor einigen Tagen die vordere Batteriebox auseinandergenommen. Ich hatte ja im BMS gesehen, dass eine Zelle kaputt war, die habe ich auch entdeckt, die war in der vorderen Box ganz oben. Aber ich habe dem ganzen Frieden nicht so getraut und habe gedacht, ich muss mir mal die untere Box angucken, also die untere Etage. In der unteren Etage sind es ja 40 Zellen, oben drüber nochmal 30. Also habe ich die oberen 30 schön fest zusammengeschnürt und habe die in Summe in ein Paket rausgetragen, damit ich nicht die ganzen Kabel für das BMS da einzeln wieder beschriften und wieder ranmachen und abmachen musste. Ja, unten habe ich dann gesehen, zu meiner Überraschung, 2 Zellen kaputt. Das heißt, von den 40 Zellen unten sind 2 mit 0 Volt dabei gewesen. Unten, das war natürlich sehr schwierig, die Batterien dort freizulegen und auszutauschen. Waren eigentlich eine ganze Tagesaktion, diese ganze Nummer. Hat sich aber gelohnt. Ich habe die 2 defekten Zellen getauscht, konnte davon hinten aus dem Kofferraum welche nehmen und vorne einbauen. Habe das alles wieder zusammengesetzt und bin eigentlich sehr froh. Vielleicht die Verkabelung ein bisschen geändert, weil die mir nicht so gefallen hat, dass ich da mit meinem Anschluss Richtung der anderen Boxen da über 3 Ecken gehen musste. Also habe ich die Hochvoltverkabelung noch mal ein bisschen geändert in der vorderen Batteriebox, sodass das mir besser gefällt vom Anschluss her. Ich wieder ein paar Übergangskontakte da vermeide und dann bin ich eigentlich jetzt sehr zufrieden. Aktuell lade ich gerade den Wagen, der ist schon seit 2 Stunden hier an der Dose dran, an der Steckdose. Ich lade jetzt erstmal einphasig mit einem Ladegerät nur, was völlig in Ordnung ist. Dauert da halt 6 Stunden. Die Zeit habe ich ja, ist kein Problem. Ich habe mir eine Wasserkühlung gebaut, das zeige ich euch nachher nochmal genau, wie das funktioniert. So sieht meine Wasserkühlung aus. Ich habe hier also einfach nur 10 Liter Wasser genommen, einmal rein, eine Teichpumpe versenkt. Das Wasser ist jetzt hier so lauwarm, knappe 40 Grad. Ja, dann habe ich Schläuche genommen aus dem Aquariumbereich und gehe dann erstmal quasi in meine Garage hier rein, um ja, das Ladegerät zu kühlen, beziehungsweise die beiden Ladegeräte zu kühlen. Die sind ja an einem gemeinsamen Kühlsystem dran. Hier geht es also rein mit dem Wasser und wieder raus. Das obere Ladegerät habe ich jetzt auch angeschlossen, einfach über 230 Volt. Habe dem wieder den Befehl gegeben zum Laden und dann geht das halt jetzt hier über den HV-Verteiler rein in das Auto hinten. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Die Dose ist jetzt hier soweit funktionsfähig. Ich habe mal das BMS provisorisch mit angeschlossen, damit ich mir die Zellspannungen ansehen kann. Und muss auch über CAN-Bus hier entsprechend dem Lader wieder das Signal geben. Das heißt, diese Leitung geht hier zu meinem PC, wo ich dann die Volt angebe. Im Auto hat sich jetzt nicht viel getan. Ich habe hier hinten halt 2 neue Akkus drin. Der Rest sind alles alte. Habe hier diese Platine, wo die Schütze drauf installiert sind, noch ein bisschen modifiziert. Habe jetzt einen dritten Schutz hingebaut, den ich wahrscheinlich fürs Laden nehme, um dann irgendwann das Laden abzuklemmen. Ich habe jetzt also beschlossen, dass ich beim Laden nicht den Controller anmache, nicht den Motor quasi da im Leerlauf stehen habe, sondern dass das hier eigentlich bei völlig ausgeschaltetem Auto einfach funktionieren kann. Und das sieht soweit auch erstmal ganz gut aus. Ja, während der Fahrt kann ich mir jetzt hier die Spannungen anschauen, die mein Bordnetz gerade so hat. So, da habe ich also jetzt hier eine Anzeige mir eingebaut, die kann ich auch abschalten, wenn die mich nervt. Und da sehe ich jetzt die Gesamtspannung der Batterien, der Strom, der hier gerade entnommen wird, natürlich negativ, weil er gerade lädt, 4 Ampere, und sehe auch die Temperatur der Akkus. Die liegt bei 24 Grad, also alles ganz entspannt. Das ist ein Wattmeter, das heißt, der wird auch mitzählen, wie viel Ampere ich hier entnommen werden und mir dann irgendwann mal auch eine vernünftige Batterieanzeige dort sicherstellen. Ansonsten habe ich im Innenraum mal die Mittelkonsole montiert, weil ich ja von verschiedenen Leuten den Hinweis bekommen habe, dass die nicht mehr passen wird. Passt aber eigentlich ganz gut. Ja, die Mechanik von dem SMG ist natürlich hier noch direkt drunter, aber mit dem Leder hier ist das für mich völlig in Ordnung. Brauche ich also nicht tiefer legen oder irgendwas ändern. Bisher hatte ich ja für das Precharge eine Glühlampe eingebaut. Das habe ich jetzt mal geändert. Ich habe mir von Tesla diesen Widerstand besorgt, der 23 Ohm, glaube ich, hat, relativ hoch belastbar ist. Der sorgt jetzt für die Strombegrenzung, bevor ich da quasi die Hochvolt auf den Motor durchschalte. Das Laden auf dem Garagenfußboden hat ja schon gut funktioniert. Jetzt habe ich die ganzen Komponenten dahin gebaut, wo der Wagen auch später längere Zeit stehen wird. Also habe ich mir hier eine DC-Wallbox in Ausführung rustikal selber gebaut und würde jetzt mein Fahrzeug mal dort einparken und schauen, ob der erste Ladevorgang an der finalen Stelle auch wirklich funktioniert. Jetzt darf der Arduino zeigen, was er kann. Ich möchte natürlich nicht mit meinem Laptop da ständig diesen Ladebefehl abgeben müssen. Also habe ich mir jetzt das CAN-Bus-Shield auf den Arduino raufgesteckt.
habe mir die Demo-Software runtergeladen, also die Bibliothek passend zu dem CAN Boost Shield, und habe direkt auch ein Programm gefunden, was hier Send heißt. Und bei Send habe ich mir jetzt mein Display noch ein bisschen dazu programmiert, damit es uns was anzeigt, und habe den Befehl so angepasst, der hier abgesendet wird über CAN Boost, dass er halt den Ladebefehl abgibt. Das ist ja das Schöne an dem Arduino, diese Beispieldatei, die habe ich hier nur ganz leicht angepasst und schon macht sie das Gewünschte und schaltet hier den Lader an. Es hat trotzdem nicht auf Anhieb funktioniert. Der Fehler lag hier in diesem Delay. Also alle 1000 Millisekunden wird ja die Nachricht wiederholt. Das war aber so, dass es mit der Rechenzeit vom Arduino nicht hingehauen hat. Also die Rechenzeit vom Arduino war einfach zu lang oder ist hier nennenswert lang, sodass die Pakete einfach nicht schnell genug auf den Bus kamen und sich hier eine Zykluszeit effektiv von 1027 Millisekunden ergab. Und das hat dazu geführt, dass der Lader nicht angesprungen ist. Also musste ich die Zykluszeit hier auf 950 verkürzen. Und dann kam dann eine Zykluszeit effektiv auf dem CAN-Bus raus von unter 1000 Millisekunden und dann ist der Lader auch angeblieben. Der Ladevorgang läuft jetzt wie folgt ab. Zunächst muss der Stecker ins Auto eingesteckt werden. Damit ist die Gleichstromkopplung hier hergestellt zu meiner Ladeinfrastruktur. Dann muss ich den Hauptschalter einfach umlegen. Der Arduino fährt hoch, gibt dann diesen Befehl ab. Und wenn er den Befehl abgegeben hat, dann steht da auch im Text, dass der i30 jetzt geladen wird. Und dann kann man nochmal in das Cockpit gucken. Im Auto habe ich mir ein Zusatzinstrument eingebaut, wo ich die Gesamtspannung sehe und auch den Stromfluss. Und dann kann ich nochmal schauen, mit wie viel Volt hier gerade das Ladegerät lädt und wie viel Ampere da fließen. Wie funktioniert jetzt meine rustikale DC-Wallbox? Von einem 32 Ampere CE-Stecker geht es auf den Hauptschalter mit zwei Phasen in die Ladegeräte rein. Aus den Ladegeräten geht die DC-Gleichspannung raus auf den Hochvoltverteiler und von da aus in das lange Ladekabel mit dem Stecker am Ende des Tages. Damit der Lader angesteuert werden kann, gibt es halt den Arduino in so einem extra kleinen Gehäuse. Da kommt noch eine Plexiglasplatte davor. Und die Ladegeräte, die werden ja am Anfang zumindest ziemlich heiß. Die haben jetzt hier eine Wasserkühlung bekommen und am Ende machen sie nichts weiter, als hier die 10 Liter Wasser aufwärmen, die hier an der Seite stehen. Hier werde ich mir noch eine schönere Lösung einfallen lassen. Wenn jemand da eine coole Idee hat, kann er mich gerne anschreiben, was ich hier noch bauen kann, damit es mit der Wasserkühlung stationär noch ein bisschen eleganter aussieht. Ich brauche also einen Behälter, der möglichst flach ist, damit er an die Wand montiert werden kann, wo die Pumpe reinpasst, ungefähr 10 Liter. Als kleine Ergänzung zum letzten Technik-Talk hier noch ein paar Aufnahmen von so einer abnehmbaren Westfalia Hängerkupplung. Ich habe jetzt den Kugelkopf bei eBay Kleinanzeigen bekommen. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ich denke mal, die Hängerkupplung baue ich an den Elektro-Touring ran. Dann kann er auch mal das ein oder andere ziehen. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.